Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play History mit mir, dem Jan, und zu Unity of Command 2 in der Schlacht um Vieille-Bocage. Hier in der Normandie, in der Bocage, kämpfen wir in diesen berühmten Hecken. Ja, wir haben alles getan, wir haben Nachschubprobleme, wir haben Probleme vorwärts zu kommen. Wir gehen in die nächste Runde. Gucken mal, ob die Wehrmacht weitere Gegenangriffe fährt. Ich vermute es fast. Okay, das waren keine Angriffe, da waren nur sehr schwache Einheiten wieder nach vorne gebracht worden. Sie verstärken. Okay. Ja, warum nicht? Das Hauptquartier zieht sich nach Avranches zurück. Da wird ein LKW abgebaut. Auch spannend. 6 Einheiten wurden vom Nachschub unterbrochen und First US Headquarter hat 2 Kommandopunkte für Nachzügler verwendet. Tja, wir rücken weiter vor hier, würde ich mal sagen, oder? Wir haben sogar einen, den Gegner hier überrannt. Ich würde mal sagen, einen Durchbruch erzielt, aber das stimmt ja nicht. Hier gegen die mechanisierte Infanterie mit den Panzern. Wir direkt mal weiter diese verstärkte Fallschirmjägereinheit aufreiben. Das gefällt mir ganz gut. Jetzt könnten wir wie die Wilden hier runterrennen. Wir schicken erstmal Aufklärungsflieger los. Da sind tatsächlich keine Gegner. Da aber schon. Also irgendjemand müsste hier die Brücke sichern. Warum will ich das machen? Natürlich wegen des Nachschubs. Lass uns nochmal überlegen. Wie sieht es denn jetzt hier oben aus? Zumindest unsere Einheiten haben wieder Nachschub erhalten. Unterdrückungsfeuer bringt mal wieder gar nichts. Hier haben wir auch nicht überrannt. 1-1. Das bindet halt so lange Einheiten hier. Das ist das Ärgerliche. Einmal Luftangriff. Hat nichts gebracht. Nochmal versuchen. Ja, okay, jetzt. Jetzt kriegen wir sie. Damit den Nachschub. Sehr gut. Tja, jetzt haben wir hier noch die zweite SS-Panzer. Das Reich. Wollen wir den Luftangriff gegen die einsetzen? Einheiten aufgeklärt da drüben. Hier ist ja jetzt auch das Ding. Okay, wir könnten die Panzer darunter bringen. Der Feind kann die Brücken jetzt zerstören, ne? Wenn wir nicht ganz rangehen. Also wir sollten mindestens bis hier dann ziehen, um das auch wirklich irgendwie relevant zu machen, was wir hier tun. Da müssen die Panzer vor. Ich meine, ein bisschen Nachschub kommt ja aus Saint-Lô darunter. Die fünfte. Wo kann die eigentlich hin? Die fünfte, die kann hier rüberkommen und das war's. Ist auch ein bisschen traurig. Oder hier die Eisenbahntrasse entlang, dann vielleicht doch lieber das. Gut, Kommandopunkte der First Army sind aufgebraucht. Das
Muss natürlich hier die Nachschubwege sichern. Das tun wir auch. Hier versuchen wir die Panzer zu blocken. Tja, Ausbruch. Ich will mal eben gucken, sind hier unten Einheiten? Momentan keine. Mountain auch nicht. Also das wären dann nur die Einheiten, die hier runterziehen könnten. Oder wenn sie halt sehr schnell Einheiten hier aus dem Zentrum abziehen würden. Was uns natürlich aber auch wieder zugute käme. Sind wieder alle vom Nachschub abgeschnitten gewesen hier. 1-1. Nee, dann lieber gegen die Infanterie einsetzen. Die 51. britische Division treibt den Feind weiter vor sich her. 1-1. Boah. Schmählich. Kanadier. Ja, komm. Die brauchen den Nachschub, das ist wichtig. Angriff ergibt gar keinen Sinn. Ja, die würde ich ehrlich gesagt gerne nach Köln zurückziehen. Den Panzern hier Gefangene machen, auch wenn wir natürlich da keinen Nachschub haben. Können mit der Truppe hier rüberziehen, gucken wir mal. 1-1, ja. Wie angekündigt, hier auch, aber wir wollen weiter, wir wollen Druck machen, Leute. Können die Einheit nach Köln zurückziehen, da wird sie nächste Runde Nachschub bekommen. Und wir können auch das kanadische Hauptquartier schon mal noch weiterziehen. So, was bleibt zu tun? Hier. Jebokage. Machen wir mal einen geplanten Angriff. Durchbruch, das heißt, sie sind jetzt aus der Verteidigungsstellung raus. Dann einen taktischen Bomberangriff. 3 Stärkepunkte unterdrückt. 1-1. Na komm, müssen wir mal. Haben wir sogar 2 erwischt, sehr schön. Und können dann Jebokage besetzen. Churchill Heavy Tanks wurden hinzugefügt. Mhm. Oh, lala. Sollten wir mit den Panzern vielleicht hier reinziehen, um die Feindpanzer zu vernichten? Das ist sehr gefährlich jetzt. Ja, weil sie sich nämlich nicht zurückbewegen können. Das ist jetzt das Problem. Okay. Jetzt müssen wir reagieren. Wartet mal. Können wir reagieren, ist die Frage. Mit der Einheit hier rüber. Dann ist allerdings hier eine Lücke. Nochmal die Einheit vernichten. Okay. Das war jetzt aber nicht von entscheidender Bedeutung, sondern die Einheit hier rüber zu ziehen ist, glaube ich, wichtiger, damit die Panzer da nicht durchkommen. Ich glaube, die Kontrollzone müsste es auch verhindern, aber ich möchte da auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen. Und ich gebe hier auch direkt mal die Churchill Heavy Tanks raus, die wir bekommen haben, nach Jebokage, um das da zu verteidigen auf jeden Fall. So, dann bleibt nur noch hier unten Ausbruch, südlich von Avranches, beziehungsweise südwestlich. Mal gespannt, ob uns das gelingt, dahin durchzustoßen. Wir kriegen nächste Runde nochmal eine Panzerdivision. Oh, da bin ich doch mal gespannt, oder? Was uns jetzt in der Zwischenzeit noch erwartet.
Da kommt nochmal Verstärkung rein für den Feind hier. Panzerangriff. Und da ziehen sich Einheiten zurück. Weitere. Ja, sie blockieren da unseren Übergang. An ihrer Stelle auch getan. Okay, aber abgesehen von dem Angriff der Panzer, keine weiteren Vorstöße des Gegners. Wir werden jetzt hier direkt mal diesen Nachschubknotenpunkt einnehmen. Genau, weil uns das hier mit Nachschub versorgt. Haben wir sie überrannt? Leider nicht. Steht in Argenton noch irgendwas? Nein. Dann besetzen wir das. Und können wir die vernichten? Mit dem Angriff noch nicht, jetzt aber. Und damit auch die Eisenbahnverbindung hier herstellen. Sehr gut, das ist wichtig für unsere Versorgungssituation. Der Knotenpunkt hier unten bekommt gar keinen Nachschub mehr. Ich riskiere jetzt mal was, mit der 11. hier hindurch zu stoßen. Hat halt überhaupt keinen Nachschub da. Die nächste Runde muss sie zurückkehren, aber das war es mir jetzt wert. Denn wir haben da ja auch ein bisschen Nachschub geplündert, von daher war das, glaube ich, ganz okay. So, US Armored, die landen alle in Quarantäne. Ja, kümmern wir uns gleich drum. Hier haben wir jetzt eine sehr gute, stabile Versorgungslage. Das ist ordentlich. 4-0-1-1. Versuchen zu unterdrücken. War wenig erfolgreich. Nein. Nicht die Pegasusbrücke aufgeben. Aber Vorstoß ist hier jetzt nicht in Sicht. Wenn wir eine Runde hier rüber kommen und uns dann nächste Runde wieder auf den Nachschub zurückziehen. Es hapert so ein bisschen an einem LKW. Wir können den hier oben rausnehmen, glaube ich. Ja. Und dann werden wir den nächste Runde hier drüben bei Caen einsetzen. Lass uns jetzt mal hier die gekesselte Einheit aufreiben. Mal ein bisschen Verluste gekostet. Egal. Oh, diese Panzer hier, die machen mir echt Ärger. Die machen mir echt Ärger, Leute. Hier braucht man ganz dringend Nachschub hier. Bevor überhaupt irgendwas weiter überlegt oder gemacht wird, brauchen die Nachschub. Einen unterdrückt. Oh, halt, war da ein Nachschub? Ja, mittlerweile ist da Nachschub, okay. Dann können wir vielleicht langsam vorrücken und nächste Runde uns hier irgendwie mit den Panzern anlegen. Ja. Wie kommen wir so schnell wie möglich hier runter? Das ist die große Frage. Vielleicht indem wir hier einen Durchbruch erzielen. Kurzer Blick nach Avranches. Da ist natürlich jetzt das Hauptquartier reingezogen. Ne? Panzer sind auch sehr angeschlagen mittlerweile. Versuchen wir mal die Brücken hier zu sichern bei Avranches. Auch wenn wir da jetzt gerade nicht reinziehen können. Ja, das sind einfach alles nur Sicherungszüge jetzt. Aus Saint-Lô könnten wir raus und dann mit der neuen Einheit da reinziehen. Mit der 5.
Und hier staut es sich jetzt. Da müssen wir jetzt drüber. Rüber und hinterher. Angriff auf die Stellung ist völlig unsinnig. Allerdings sind die auch schon ohne Nachschub. Wir haben noch die Bomberangriffe. Hahaha, wartet mal. Und wir müssten auch diese Brücke sichern. Dann versuchen wir erstmal hier die Stellung aufzuweichen. Die könnten noch durchstoßen bis da. Ja, das ist nämlich sehr, sehr wichtig, dass wir hier die Versorgungstrasse offen halten, damit wir das besetzen können. Nächste Runde. Das ist sehr wichtig. Die können jetzt noch hier hin, dann aber nicht mehr kämpfen. Können hier noch angreifen. Vielleicht versuchen wir es auch da nochmal. Zwei Stärkepunkte vernichtet. Hört sich schon mal ganz gut an. Hier hätten wir ein 1-1. Ja, was soll's. Bringt uns sogar eine Hauptquartierverbesserung für die British Second Army. Scheinangriff spezialisieren. Ergibt, glaube ich, wenig Sinn. Wir gehen auf 7 Kommandopunkte. Ja, dann haben wir noch einen taktischen Luftangriff. Ich würde sagen, den brauchen wir hier, oder? Einen unterdrückt nur. Naja gut, aber der ist ja auch vom Nachschub abgeschnitten. Also hoffentlich kriegen wir den nächste Runde platt. Hoffentlich kommen wir auch nächste Runde hier nach Avranches rein. Und dann sollte es eigentlich kein Problem sein, mit den Panzern hier runterzuziehen in Richtung Saint-Malo. Und dann auch hier die Nachschubroute aufzumachen. Okay. Ach ja, wir haben noch die neue Panzerdivision. Die können wir mal Richtung Saint-Lô losschicken. Gehen in die nächste Runde. Ich glaube, das schaffen wir auch noch in dieser Folge, die Mission bzw. Szenario abzuschließen. Oh, sie kommen rüber. Und zerstören im Süden Brücken. Das Hauptquartier zieht aus Avranches raus. Das gefällt uns ganz gut, denn da braucht man ja einige Bewegungspunkte, um das zu überrennen. Von daher umso besser. Das hier ist jetzt ein Problem, weil sie natürlich hier den Nachschub unterbunden haben, aber den können wir auch sofort wieder herstellen. Das ist nur ein bisschen ärgerlich einfach. Break prisoners. Hier wollen sie wohl den Nachschub wiederherstellen. Da werden wir mal gegen angehen. Wie ist denn das jetzt? Mal gucken. Ach, für uns kommt kein Nachschub durch, weil wir diesen Streckenabschnitt nicht haben. Dann müsst ihr mal schnell darunter und das versuchen. Wobei, wir sind in der letzten Runde. Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Avranches überrannt. Die grüne Einheit zerstört. Und auf einen Gegner getroffen, den wir direkt mal bombardieren und aus der Stellung werfen. Dann sogar nochmal Gefangene machen und wieder zurückkehren. Hervorragend. Das hat überhaupt keinen Effekt auf die. Wow. Okay, Unterdrückungsfeuer hat ein bisschen was gebracht. Hier auch nochmal. Das war ordentlich. Jetzt können wir, glaube ich, angreifen. Auch wenn wir dadurch ein paar Punkte verlieren. Da zum Glück nur unterdrückt. Wer kann jetzt noch kämpfen von euch? Nur einen unterdrückt. Aber sie werden uns nicht entkommen.
So. Schön, dann können wir Avranches sichern. Dann haben wir auch die Nachschublinie hier. Wie gesagt, es ist eigentlich egal, aber aus rollenspielerischer Sicht gewissermaßen halte ich das für sinnvoll. Hier machen wir nochmal ordentlich Gefangene. Sehr schön. Die Panzer, um den Frontabschnitt zu sichern. Ja gut, die Panzer kommen auch überhaupt nicht mehr zum Einsatz jetzt, ne? Dann hier die Brücke sichern. Können wir hier nochmal eine Einheit rausnehmen? Ne, hat knapp nicht gereicht. Schade. Ihr braucht auf jeden Fall Notfallversorgung. Tja. Das war's, liebe Leute. Das war's. Wir haben die Mission erfolgreich abgeschlossen. Verfügbare LKWs. Ach ja. Wollen wir den noch einsetzen, spaßenshalber? Hier oder hier wäre eigentlich nötig. Hier wäre die Straße. Machen wir mal hier rein. Wie gesagt, spielt jetzt für die Mission keine Rolle mehr. Zerstören weiter Brücken. Da werden Einheiten aufgestellt und verstärkt. Wir werden uns da aber nicht mehr raustreiben. Alle Hauptziele rechtzeitig erobert. 589 Punkte erhalten. 35 Einheitenstufen beim Gegner vernichtet. 21 gefangen genommen. Selber 17 verloren. 11 amerikanische, 6 britische. 5 Unterstützungsbataillone. 12 Infanterie und 4 Panzerstärkepunkte. Okay. Das lief doch relativ gut. Die nächste Mission wird Ausbruch aus der Normandie sein. Ich bin sehr gespannt, wie das abgeht. Die Panzerarmee von Patton wird wohl dabei sein. Naja, sehr spannend. Ich hoffe, euch hat es wieder ein bisschen Spaß gemacht und gefallen. Lasst es mich gerne wissen durch einen Daumen hoch und durch Kommentare. Gerne auch Abos, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und denkt immer dran, das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr auch Bescheid bekommt, wenn bei mir neue Videos online gehen. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder. Bis dann, wie immer, alles Gute und bis dann, euer Jan.